das schnellste Auto in Need for Speed Heat und Setup und warum es nicht das beste ist. Das werden wir heute herausfinden. Ja, das schnellste Auto ist der Koenigsegg Agera, wer hätte es erwartet. Aber schnell ist nicht immer das Beste und da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber jetzt gehen wir erstmal zum Tuning. Der Koenigsegg Agera kostet ganze 1,2 Millionen und ihr kriegt ihn freigeschaltet, wenn ihr Stufe 50 seid. Ihr könnt einen Motorswap machen mit einem Motor, den ihr schon eingebaut habt. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr nochmal 1,5 Millionen ausgeben dafür. Viel Spaß dabei. Wenn ihr den Wagen gekauft habt, werdet ihr sehen, dass schon alle Teile auf Ultimate Plus sind. Ihr müsst nur noch das Fahrwerk auf Streckenfahrwerk, Streckenreifen und das Streckendifferential einbauen. Ja, und die besten Bremsen natürlich. Bei der Kupplung könnt ihr zwar höhere einbauen, aber das macht hier keinen Sinn. Das Auto ist ja ein Hybridauto und es hat nur einen Gang. Ihr könnt ja auch nur einen Gang auswählen. Also wenn ihr denn die Kupplung höher macht, schadet es sogar euren Stats. Also lasst es einfach bei Standard. Als Hilfsitem nimmt ihr noch Nitro-Auffüllung mit und noch was anderes, wo er halt Bock drauf hat. Und dann geht's ab ins Live-Tuning. Beim Live-Tuning müsst ihr ganz wichtig die Lenkungsempfindlichkeit auf hoch und den Anpressdruck auf niedrig. Wenn ihr den Wagen als Rennwagen benutzen wollt und jetzt nicht für die höchste Geschwindigkeit, würde ich Anpressdruck auf hoch machen. Wenn ihr den auf niedrig macht, kriegt ihr halt ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Das macht eigentlich nie was aus, aber weil es hier um den schnellsten Wagen geht, habe ich das natürlich auf niedrig gemacht. Traktionskontrolle auf aus und Driftstil Gas to Drift. Und ja, dann ist er fertig, der schnellste Wagen in Need for Speed Heat. Ich habe ihn jetzt hier mal im Oval, zeige ich euch mal ein bisschen Gameplay und werde mal jetzt drauf eingehen, warum er nicht der beste Wagen ist. Erstmal ist das Problem, dass er nicht so schnell beschleunigt wie jetzt der RSR zum Beispiel oder andere Topwagen. Ist natürlich kein schlechter Wagen, aber so im Mittelfeld würde ich mal sagen. Und ein Hauptproblem ist, dass der sehr bumpy ist, sage ich mal. Dann kommt man an so eine Kante und der fliegt direkt durch die ganze Map. Das werde ich euch hier mal kurz einblenden, dann bin ich nur im Oval nur mal ganz kurz über eine Kante gefahren und fliegt direkt darum, das ist natürlich sehr kontraproduktiv und ansonsten ist der Wagen natürlich top und jetzt werden wir noch mal zeigen, wie die Höchstgeschwindigkeit denn ist. Falls ihr eben richtig gesehen habt, im Live-Tuning stand, dass der Wagen 411 fahren kann oder in der Garage stand auch schon, dass der Wagen 412 fahren kann. Da wurden wir leider betrogen. Man kann leider nur 395 erreichen. Eigentlich ist das bei den anderen Wagen meistens so, dass das ziemlich gut übereinstimmt, wie viel man da erreichen kann. Wenn im Live-Tuning steht 390, fährt doch 390. Außer irgendwie beim Koenigsegg hier. Das ist ziemlich komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe hier auf jeden Fall überall die besten Teile. Ich habe auch schon bei anderen bei YouTube geguckt. Da kommt keiner über 395. Deswegen ist das wahrscheinlich ein Anzeigefehler oder weiß ich nicht genau, was da abgeht. Im Hintergrund lasse ich euch jetzt noch ein bisschen den Sound vom Koenigsegg genießen und abonniert, falls ihr keine Tipps von Need for Speed Heat mehr verpassen wollt. Schaut euch mal um, ich habe hier schon einige Tipps. Falls ihr noch Hilfe braucht bei manchen Sachen, schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich schon noch ein Video zu machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.